Moin moin, was geht ab meine lieben Freunde, neuer Tag, neues Review, es ist endlich soweit, das zweite Future Star Team ist rausgekommen und mit dem zweiten Future Star Team den Renier von Borussia Dortmund als erste Future Star Karte, die wir selber upgraden können. Also lasst auf jeden Fall ein Like, lasst einen Kommentar da und lasst sehr gerne ein Abo bei dem Kanal da. Wir werden in den nächsten Tagen noch ordentlich Reviews rauspfeffern und weitere Spieler testen, ja. Also hier, ne, auf schnelle Welle seid ihr dann auf jeden Fall immer mit unterwegs. Großes Dankeschön geht raus an meinen Mod Lukas, aka nur der BSC. Mit ihm konnte ich Renier so schnell wie möglich abschließen. 3 Stunden haben wir gebraucht, wir haben uns auf der PlayStation 5 gesniped. Kuss geht raus an EA für die PlayStation 5 Version. Kappa. Also, 78er Karte, 82er Karte, 85er Karte, 87er Karte. Um die 87er Karte soll es gehen. Hab sie, glaube ich, 8 Spiele am Ende sogar noch gespielt. 4 Stück davon in der Regen League, dann noch 4 im klassischen Spiel. Der sieht alles in allem sehr, sehr ähnlich aus zu Rainer. Und deswegen würde ich direkt sagen, Jungs, nehmt euch die Karte von vornherein mit oder erspielt euch erstmal den 85er und guckt dann, wie die Karte euch gefällt. Wenn ihr merkt, der taugt euch, nehmt den 87er mit. Jungs, Rainer kostet 1,4 Millionen oder ein Ticken weniger als 1,4 Millionen. Ja? Sagen wir 1,3 bis 1,4 Millionen. Und hier könnt ihr euch die Karte einfach erspielen. Natürlich dauert das, aber meiner Meinung nach ist es relativ fair, weil ein Dortmunder, der Brasilianer ist, außer in Bundesliga, ist relativ easy zu linken. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Das Upgrade der Stats ist unfassbar, unfassbar nice und die Frage für mich war letztendlich, wie setzt er das um? Ja, denn der gute Renier ist 1,85, hat einen Bodytype von High and Average und hier im Speedtest spiele ich ihn mit Hunter, worauf er eigentlich 99 Sprintgeschwindigkeit hat, aber trotzdem ist das Tempo über den ganzen Platz gesehen in Ordnung im Verhältnis der anderen Spieler. Ja, ganz ruhig, die Statistik mit den anderen Spielern kommt bald. Ich brauche dafür eine ruhige Minute und ich muss wirklich Bock haben, mich da einmal ranzusetzen. Aber sie kommt, keine Sorge. Also, wir fangen an mit den Ingame-Szenen. Also, man hat gerade am Speedtest gesehen, er ist definitiv, obwohl er 99 Sprintgeschwindigkeit hat mit Hunter, nicht der schnellste Spieler. Was heißt das im Umkehrschluss? Er ist aber dribbelstark und man kann wahrscheinlich auch diverse andere Campstyles auf ihn benutzen. Ich habe ihn auf Basic gespielt, ich habe ihn auf Maestro gespielt, ich habe ihn auf Hunter gespielt und auf Architekt habe ich ihn gespielt. Und die haben alle auf irgendeine Art und Weise funktioniert. Aber eine Sache ist für mich unterm Strich immer klar gewesen, nach ein paar Spielen. Renier ist ein richtig sauberer Spieler. Besser als Rainer. Also direkt kann ich euch das sagen, der Dude ist für mich eine ganz andere Liga als Rainer. Weil er deutlich beweglicher ist. In dem einen oder anderen Clip hat man das schon gesehen. Die Art und Weise, wie er die Ball behandelt, wie er die Touches mit links und mit rechts macht, das ist vollkommen in Ordnung. Und sein Tempo ist ja trotzdem gut. Es ist ja nicht so, dass er langsam ist. Ja, auch sein Schuss, vollkommen in Ordnung. Seine Pässe machen richtig guten Eindruck. Hier, guckt euch das an, wie der jetzt Kanté auseinandernimmt. 2x L2 angetippt, dass sein Körper reinstellen, verwandelt den Ball mit links. Warum? Die Shotpower ist da. Also das Gesamtpaket von diesem Renier ist der absolute Wahnsinn. Hier seht ihr einen wunderschönen Pass auf Kimmich, der sich auch auf jeden Fall sehen lassen kann. Aber jetzt kommt mit der entscheidende Punkt, worüber man sich Gedanken machen muss. Und deswegen sage ich zu euch, ihr spielt euch erst den 85er, guckt, wie ihr damit klarkommt, ob euch gefällt oder nicht. Dann könnt ihr die restlichen Aufgaben sein lassen oder ihr nehmt den 87er mit, nebenbei auf entspannt, als SPC-Futter. Denn zum einen ist es der Bodytype, zum anderen ist es, also die Größe mit dem Bodytype 1,85 mit eben High and Average, ja, das ist für die meisten nicht ganz so einfach zu spielen. Aber hier sieht man auch nochmal einen schönen Dribbling-Clip, auch mit R1-Dribbling, unfassbar, unfassbar nice. Der entscheidende Punkt ist das Positioning und das kann ich euch jetzt schon sagen. Für mich ist Renier ein Spieler, der stark davon abhängig ist, wie sich die Mitspieler bewegen. Das heißt, bei mir im Team ist es Best-Case-Szenario, also das Beste, was eigentlich passieren kann. Ich spiele ihn neben Pelé und hinter, beziehungsweise vor Messi. Totti, wohlgemerkt, ja. Das heißt, ich habe 2 Spieler, die wissen, wie sie sich auf dem Platz bewegen müssen. Renier passt sich dem Ganzen an und liefert ab. Ja, das ist dann unfassbar, unfassbar angenehm. Ich hatte ihn aber auch schon in einem anderen Team gespielt, mit dem Anthony und mit dem Davids, wo jedenfalls noch die Reviews zu kommen. Und da ist er komplett untergegangen, weil das Positioning bei weitem nicht so gut war. Das heißt, Renier ist kein Spieler, den ihr bei euch ins Team setzt und er macht den absoluten Unterschied, weil er alles diktiert, das Heft an sich reißt, wie man immer so schön sagt, und dann dementsprechend bestimmt, wie sich die anderen Spieler bewegen. Das ist nicht der Fall. Renier ist der Spieler, den ihr in ein funktionierendes Team setzt, auf eine Position, die euch vielleicht nicht genau gefällt oder ihr was ausprobieren wollt und er dann anfängt abzuliefern, weil die Mitspieler ohnehin schon das machen, was sie machen sollen, auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und dann ist er wirklich nice. Ja, im Abschluss und im 16er ist er sauber. Links, rechts, Finesse. Es funktioniert letztendlich wirklich alles. Alles, alles, alles. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir auch mal zum Fazit, wo wir nochmal auf die Negativpunkte und die Positivpunkte ein bisschen mehr zu sprechen kommen. Also, wie gerade angesprochen, sein Abschluss, seine Schusskraft,
seine Agility, seine Balance, seine R1-Dribbling, das kann sich alle sehen lassen. Ja, das ist von vorne bis hinten richtig sauber und für mich eine ganze Ecke besser als Reyna. Obwohl Reyna 2 Schießen mehr hat und sogar 6 Passen mehr hat. Ja, ich habe das hier auf meinem Monitor offen, da muss ich nochmal ganz kurz nachgucken. Er setzt seine Ingame-Stats gut um. Das heißt, auch sein kurzer Pass und sein langer Pass funktioniert tadellos. Die Stärke und wie er letztendlich seinen Körper einsetzt, gefällt mir auch deutlich besser als bei Reyna. Die Linkbarkeit, ich habe schon angesprochen, Brasilianer aus der Bundesliga, der bei Dortmund spielt, ist, denke ich mal, relativ easy zu linken. Aber, und das sind 2 Dinge, über die man sich klar werden muss, deswegen stehen sie in der Mitte, es ist Tempo und Bodytype, so blöd sich das jedes Mal anhört. Er ist nicht der schnellste Spieler der Welt. Sein Bodytype steht ihm da ein bisschen im Weg. Das heißt, wie schon vorhin erwähnt, nehmt den 85er, guckt, ob er euch gefällt. Wenn ihr sagt, ja doch, das geht, dann wird euch der 87er auf jeden Fall gefallen. Dann haben wir auf der Negativseite Campstyle und Positioning. Campstyle, wie auch schon bei Dembele und bei anderen Karten, es gibt nicht diesen einen Campstyle, der the way to go ist, damit ihr super, super happy seid, sondern es gibt diverse Campstyles, die letztendlich dazu führen, wieso er dann so spielt, wie er spielt. Ja, bei mir war es jetzt am Ende Hunter, dass ich eigentlich happy war, aber auch Architect, auch Basic, auch Hawk und alles drum und dran, kann eigentlich alles funktionieren. Ja, das heißt, probiert rum. Seid nicht mit Scheuklappen unterwegs, gebt ihm nur Hunter und seid am Ende enttäuscht, weil der fühlt sich mit den anderen Campstyles in ganzer Ecke anders an. Plus die Positioning-Thematik habe ich schon angesprochen. Er selber muss in ein Team rein, wo die Leute um ihn herum das Positioning diktieren, ihn in seine Rolle drängen und dann fängt er an zu funktionieren und abzuliefern. So, kurz durchatmen. Preis, logischerweise eher spielbar. Ich würde ihn normalerweise auf dunkelgrün machen, aber ich kann das verstehen, wenn jemand sagt, boah, das ist echt viele Spiele, die man machen muss. Aber dafür direkter Vergleich, Reyna kostet 1,3 bis 1,4 Millionen und ich denke, dahingegen ist das wirklich, wirklich in Ordnung. Seine Leistung ist für mich sehr gut, sogar einen Ticken besser. Und damit kommen wir zum letzten und entscheidenden Fazit, den abschließenden Worten. Meiner Meinung nach, wie schon oft genug erwähnt, besser als Reyna und der kostet 1,35 Millionen. Spielt sich dynamischer und konstanter. Boah, habe ich das toll formuliert. Lebt vom Positioning der Mitspieler und liefert dann komplett ab. Campstyle, sehr wichtig. Also nochmal das kurz gefasst, was ich gerade schon probiert habe, euch über 7,5 Minuten zu erklären. Also Jungs und Mädels, lasst ein Däumchen da, schreibt einen Kommentar, abonniert den Kanal. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut da rein, hat der Lampe Peter Pan. Peace, peace.